weiter mit der Serie Meine schönsten Gitarren. Heute stelle ich euch meine Epiphone Jazz-Gitarre vor, eine Archstrap-Gitarre. Die nennt sich Broadway. Leider nicht das teure Original, auch von der Firma Epiphone, sondern von der Epiphone, die billigere Serie, billiger, ne? Made in Korea, das Original wird wahrscheinlich Made in USA sein. Schöne Gitarre habe ich schon oft benutzt auf der Bühne, hat aufwendig gemachte Inlays, ne? Die sind so dreiteilig mit so einem Dreieck drin. Und dann hier oben eigentlich, also eigentlich wirklich schön, ne? Aufwendig gearbeitet. Die Mechaniken sind vergoldet, aber No Name, ne? Das sieht man noch den Bapperl drauf da mit Made in Korea. Oh, kriege ich das jetzt hin? Made in Korea, muss man vielleicht ein bisschen zoomen. Korea. Und Hals, also lässt sich wunderbar bespielen. Hier die Pickups, muss ich wirklich zugeben, keine Ahnung, aber die klingen wirklich sehr gut. Also könnte es sogar sein, dass da Original Gibson Humbucker Classic 57, tippe ich mal drauf, dass die da eingebaut wurden. Ich benutze eigentlich nur den vorderen Pickup, den hinteren, den kann man eigentlich in der Pfeife rauchen, weil die Gitarre sich für größere Lautstärken und für Rock und so weiter eigentlich gar nicht eignet. Trotz dass die Gitarre nicht massiv ist, auch nicht die Decke, gar nichts massiv, alles Sperrholz sozusagen, koppelt die auf der Bühne wie Sau, und deswegen geht es nur für moderate Lautstärken. Und ich brauche dann eben auch nur den vorderen Tonpotty, der tut seinen Dienst völlig tadellos. Kann vielleicht erwähnen, dass es da logarithmische Tonpotentiometer gibt oder Potentiometer im Allgemeinen und lineare. Die linearen, die fangen gleich von ganz unten an und werden eben konstant lauter, wobei die nonlinearen, also die logarithmischen, da spielt sich auf den ersten zwei Dritteln des Regelweges so gut wie gar nichts ab. Und dann zum Schluss kommt dann die Lautstärke hier. F-Löcher, Schlagbrett. Kollegen habe ich schon gefragt, warum ich da ein Eurozeichen drauf habe. Das ist natürlich kein Eurozeichen. Das ist jetzt irgendwie von der Firma Epiphone halt, dieses E. Und ich habe die Gitarre vor der Euro-Einführung schon gehabt. Ja, gut. Hier die Frage, ne? Warum hat er da ein Blättchen drin? Weil die Saiten, die über die Bridge gehen, nach hinten zu dem Frequenzator, der nennt sich tatsächlich so, albern, aber der heißt tatsächlich so, Frequenzator, die machen Interferenzen oder machen halt Kapriolen, und deswegen habe ich die etwas gezähmt mit diesem Furnierblättchen. Hinten kann man schon fast nicht mehr hören, aber auch hier natürlich Strap-Locks. Und Vintage Sunburst. Ganz okay, ne? Für diese Art von Gitarre. Mir gefällt das normale Sunburst, wo Rotanteile drin sind, eigentlich besser. Aber für diese Archtop, also da kann man sogar lesen, was da drin steht. Kann man das? Kann man nicht. Also eigentlich kann man
auf so einer Jazzgitarre keine Bendings machen. Bei der geht es gerade noch. Ich habe da nicht so fette Saiten draufgezogen, aber ich kann das wirklich nur empfehlen, auf eine Jazzgitarre geschliffene, ganz fette Saiten drauf. Der Sound wird einfach besser und die Intonation stabiler. Hier sind eben geschliffene drauf, weil ich war mal total, kann man schon fast sagen, verliebt in Pat Metheny und habe da wirklich... Aber die Platte höre ich immer noch ab und zu, 6 Minuten, 10 Sekunden, laber. Hier, Truss Rod, Abdeckblättchen, geschichtet und auch schön schräg abgeschnitten, sodass man eben die Schichtung sieht, so muss es sein. Ne? Güldene Schräubchen drin, hier hat man da auch noch güldene Pickups. Der Frequenzator auch gülden, toll verarbeitet, eine schöne Gitarre, es fehlen nur die Jobs. Engagiert mich, Chaga. Okay, Serie Guitar Review, Ende.